bei den Eisbären Berlin und am Ende vielleicht dann doch noch das große Comeback. Rein in die Partie, dieses Spiel läuft. Die Eisbären von links nach rechts in den dunklen Trikots, in blau. Köln im Übrigen mit genau dem gleichen Line-up vom letzten Spiel. Dieser kuriose Ausgang dieses Spiels. 0-3 zurückgelegen gegen die Iserlohn Roosters zu Hause. Und dann fällt das erste Tor für die Kölner Haie. Sah gar nicht so gefährlich aus, die Situation. Und dann ist der Puck aber... Und wir gucken noch mal drauf. Das 1-0. Da kommt der Puck vors Tor. Aber sie bleiben dann noch mal dran. Möglichkeit Ausgleich. 17. Spielminute. Wir schauen noch mal drauf. Frank Körtler dazwischen und Kevin Clark. Föderl. Und das ist super gespielt, Nöbels. Ich habe es eben gesagt, es ist ein bisschen der Zirkus ist in der Stadt. Da Clark mit dem Move und dann der Pass. Föderl. Und dann geht es wieder auf die andere Seite. Der Pass kommt nicht an. Und dann geht's schnell. Jetzt Landon Ferraro. 2-1. Matsumoto mitgelaufen. Ferraro, Tor. Ausgleich, Landon Ferraro. Geht's schnell. Da haben wir Ferraro. Matsumoto war es, glaube ich, der da mitgelaufen ist. Die eine Quote, eine sehr gute Quote haben von 28,7%. Und jetzt erhöht sich die noch ein bisschen. Fiore seinen Schläger da rein. Gegen Bremerhaven und Augsburg. Jetzt haben sie die Chance, wieder auszugleichen. Stanislav Dietz bleibt noch mal dran. McIntyre, schön gespielt und Tor! Mit dem Tor. Oder Tourisson. Nein. Berlin dazwischen. Die letzten Sekunden. Jetzt muss es den Abschluss geben. Gibt ihn. Pankowski spielt den Puck raus. Es bleibt beim 3:3. Alle Spieler der Haie waren da schon auf dem Weg zum Jubeln. Und dann sagt der Schiedsrichter, nein, der Puck war nicht drin. Oder jetzt? Jetzt ist er drin, das Tor für die Kölner Haie. Im Fallenstraf angezeigt. Nick Balen macht das Tor für die Kölner Haie zum 4:3. Unten noch dran. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.